Ja, damit ein herzliches Willkommen zu Mission 3 in unserer Zeit der Not. Chalyra, Menschen verschwören sich gegeneinander hinter ihren Rücken, kämpfen gegeneinander, sie ermorden ihre eigene Art nicht, da dass ich überrascht wäre, nur traurig, dass Vergnügen zu verlieren, jeden einzelnen von euch zu töten, zu Tode zu quälen. Mann, nicht alle Menschen, Chalyra, nicht alle und die hohen Zwerge kommen dir zu Hilfe, die Narren, ihr verdient einander und du verdienst eine langsame und schmerzhafte Vernichtung. Sie haben sich an uns gewandt, um ein Bündnis gegen einen gemeinsamen Feind anzubieten. Chalyra, wie interessant, und deshalb haben sie euch Verstärkung geschickt. Sie halfen uns, indem sie ihre geschickten Ingenieure entsandten. Chalyra, eine großzügige Geste, die wie dumm von ihnen, sie durch das Gebiet zu schleichen, wo sogar die Natur gegen uns alle ist. Hauptziel: Rette zwei Zwergentruppen vor Tag 30. Sammle 5000 Gold, 1000 Eisen und 400 Rubine. Urias muss am Leben bleiben. Und unsere liebe Chalyra möchte uns an den Kragen gehen. Nicht ganz verwunderlich, aber auch nett von ihr. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach rein. Weil sie mag uns anscheinend. So, ich habe wieder was zu trinken. Es wird angenommen, dass es Zwergentruppen gibt, die vor Freida irgendwo in dieses Gebiet geschickt wurden. Wir sollen sie im Osten suchen. Und hier. Das machen wir natürlich gleich. Und lassen unser Dorf hier erst einmal im Stich. Ganz wie man auch anfängt. Wir müssen vorsichtig sein. Die Dunkelelfen aus dem Norden und die Tornados, die dieses Land heimsuchen, sind tödliche Gefahren. Okay. Ich habe das violette Suchgebiet auf der Karte eingezeichnet. Okay. Die mit einem violetten Kreis markierten Flächen zeigen den Bereich an, wo sich Objekte befinden. Wo sich in diesen speziellen Objekten befinden könnten. Erkunde das markierte Gebiet, in dem Erkunde dort setzen. Okay. Und wir müssen nach Zwergen Ausschau halten. Auch nicht gerade einfach. Du darfst auch nicht vergessen. Was? Kriegsvorbereitung zu treffen. Ich weiß. Okay. Vortag, Tag 30 sollen wir Zwergen finden. Das sollte
Okay. Sogar Rubine, die genau wie Diamanten eine seltene Ressource sind. Beide sind wichtig für entwickelte Königreiche. Okay. Dennoch kannst du nicht ausnutzen, was verborgen ist, oder dein Entdecker sind jedoch an davon, ob sie Armee kämpfen sich oder nicht. Dann hierhin. Okay, hier mal einen kleinen Kampf, aber das sollte nicht so schlimm sein. Ciao, Vogel. Wir sollten hier mal Geologen hinsetzen. Ich glaube, ich habe das gerade komplett ignoriert, wo die Zwerge sind. Hüte dich vor den Tornados, mein Junge. Die können... Jupp. Wir versuchen uns davor zu schützen und so weiter. Zwerge mögen es übrigens in solchen Gebieten recht gern, diese Inseln hier. Hüte dich vor den Tornados. Jupp. Gibt's nichts weiter. Welchen Tag haben wir? Tag 12. Haha, wir haben so verloren, gefügelt. Und wir brauchen noch Stein. Hätten wir auch mal machen können. Das Schöne ist, mit diesen Augen können wir so ziemlich alles mal anschauen, wo es hier sein könnte. Dann brauchen wir dich hier auch nicht mehr. Aber wir wissen zumindest, von wo die angreifen können. Schon wieder ein Vogel. Ich habe nichts gegen Vögel, aber die sind gerade lästig. Wir können auch diese Türme hier ein bisschen aufrüsten. Sehr, sehr gut auch, wenn wir die aufrüsten, da wir eh einige brauchen werden. Brechen wir mal das hier ab. Weil ich glaube, die Zwerge könnten hier vorne oben irgendwo sein. Wir haben nur noch 12 Tage Zeit, die zu finden. Wenn wir das nicht tun, haben wir verloren.
Fähigkeit, Massen, Regeneration. Das ist, glaube ich, was wo wir. Wachtürme der Menschen feuern. Zusätzliche Schüsse. Die eine Erfahrung aller deiner Einheiten um 30. Das ist super, weil wir momentan auch viel kämpfen leider müssen. Nimm das ein, bevor ein kleiner Vogel rauskommt. Shit. Rekrutieren wir noch mal ein paar Vögel. Nahrung haben wir gerade ein Problem. Lässt es sich fixen? Bauernhof Stufe 2 brauchen wir dafür. Ein feindliches Feldlager, sicherlich nicht das einzige in der Gegend. Zerstöre sie, mein Junge, oder die Kräfte der Dunkelelfen werden uns problemlos be... Jupp. Aber das können wir noch nicht angreifen, wir sind dazu noch ein bisschen zu schwach. Vermute ich. Aber wir können die ganzen Ressourcen plündern. Oder sie sind wirklich hier drüben irgendwo. Diese Feldlager können wir noch später vernichten. Wir sollten auch hier mal jemanden rekrutieren. Erhöht die Menge der Ressourcen in Schätzen. Machen wir mal. Können wir garantiert gebrauchen. Wir haben Tag 30. Vielleicht nur ein Nebenmissionsziel. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten haben wir jetzt gleich ganz gnadenlos verloren, wenn dieser Tag vorbei ist. Nein, wir haben nicht verloren. Okay. Dann bloß so ein Bonusziel. So.
Ah. Warum dieses Nope? Fernindios, die kämpfen immer noch. Wir müssen ihnen helfen. Ja? Wie? Gerade nicht, dass wir irgendwelche notwendigen Ressourcen gefunden haben. Was jetzt doof ist, wir haben unsere Zwerge verloren. Bisschen fehlgeschlagen. Yep. Okay, wir wissen zumindest, wo die Zwerge sind. Ganz unten rechts. Beim zweiten Kreis. Also bauen wir hier einfach jetzt noch ein bisschen was auf. Hier und das da. Jupp. Ja, wissen wir doch. Hier unten sind also die Zwerge. Dann kann man hier schon mal erkunden gehen, weil mit nur einem werden wir es, glaube ich, nicht schaffen. So, hier einen, hier einen. Dann Nahrungslager aufrüsten, unser Bauernhof hier aufwerten, dann hier gleich mal Schützen ausbilden. So. Jupp. Müssen es eh verbessern, weil ich glaube, manche Schlossstufe 2. Holen wir uns noch Rittergarnisonen. Weil dann haben wir schon mal zumindest dann kriegen wir auch noch mal ein bisschen mehr Nahrung und dann sollten wir dringend schauen, dass wir das hier bekommen. Diese 17 Steine sollten wir hinkriegen. Das haben wir alle schon gelesen. Wir wissen jetzt, wo die Zwerge sind, also können wir sie auch ganz effektiv unterstützen. Ja, komm. Upgrades können wir leider noch nicht kaufen.
Braucht noch ein bisschen, aber wir kriegen das. Du gehst mir hier hoch, weil da ist auch noch mal ein nettes Nest. Dann holen wir uns gleich zwei Adler. Und dann auch gleich hier drüben. Diese Insel. Dann haben wir schon mal drei Fliegende.